Bei uns trifft jetzt also nicht das Thema Holzpreis, ja, denn die Verträge sind unterschrieben, also da wird jetzt auch nichts dran gemacht. Aber was jetzt alle anderen berichten, ist, du hast im Moment tatsächlich Probleme, normale Baustoffe zu bekommen. Also. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo zusammen, wir haben ein neues Interview gemacht und vielleicht kennt ihr die Bauherrin noch. Das ist nämlich die Miriam, mit der wir schon mal oder mit der ich schon mal gesprochen habe über ihren Hausbau. Und das war ja so dieses Projekt, das wir über die Zeit ein bisschen begleiten. Und da ist in der letzten Zeit ganz, ganz viel passiert. Vor allem auch dieses Thema mit Baustoffpreisen, die steigen und Lieferengpässen und so weiter. Also wir haben alles mal durchgesprochen und da seht ihr jetzt wirklich an einem konkreten Fall, was gerade so los ist. Auf was man sich vielleicht auch so ein bisschen einstellen muss, was manche Steine noch so im Weg sind, die man auf jeden Fall beachten muss und im Kopf haben muss. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Interview. Und wenn ihr Fragen habt, gerne immer in die Kommentare schreiben, dann kümmern wir uns drum. Bis nächstes Mal. Ja. Ja. Du bist übrigens auch, weil du sagst Zoom-Premiere, du bist der erste wiederkehrende Gast. Oh, verstehe. Mhm. Der erste. Aber so war ja unsere Zielsetzung. Absolut. Genau, wir haben ja gesagt, wir begleiten euch länger. Ne? Genau, und jetzt dürft ihr endlich loslegen. Ja. Ja. Endlich. Ja, endlich, tatsächlich. Letztes Mal haben wir schon so über dieses Thema gesprochen, Baufirmenauswahl und wie habt ihr es gemacht, was war euch wichtig. Und seitdem ist ja fast ein Jahr vergangen. Korrekt. Nicht ganz, ja. Ne? Im August haben wir uns, glaube ich, zusammengesetzt, aber fast ein Jahr. Genau. Und vielleicht kannst du auch erzählen, was denn jetzt so in der Zwischenzeit alles passiert ist, wie ihr vorangekommen seid, und wie jetzt der Stand ist einfach. Mhm. Also tatsächlich, lieber Flo, zum jetzigen Stand Baustelle. Wir haben immer noch die grüne Wiese. Wir haben aber tatsächlich immerhin inzwischen ein paar abgesteckte Pfahle auf dem Grundstück. Nein, aber um es vielleicht ganz deutlich zu sagen, wir waren jetzt in diesen Monaten alles andere als untätig. Mhm. Haben also im Hintergrund viel bemustert, da sage ich auch gleich nochmal detailliert was dazu, haben unsere Baugenehmigung final bekommen Ende Dezember, und stehen jetzt, Stand heute tatsächlich kurz vor den Ausgrabungen, das heißt, wir werden also im Mai den Keller stellen. Mhm. Und ja, alles andere schließt sich dann hoffentlich an. Ursprüngliche Timeline jetzt tatsächlich Stelltermin aus, dann Ende Juni, und mit Ausbau dann wahrscheinlich Bezug September, Oktober. Müssen wir einfach mal schauen, wie die fertig werden. Was wir im Hintergrund gemacht haben, ist, wir waren super fleißig in Sachen Bemusterung. Ja. War irgendwie so zum großen Teil mein Part. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz typische Rollenverteilung, ja, die wir da gewählt haben. Wir haben ja ursprünglich, um da vielleicht auch nochmal einfach mal auf unser Projekt einzugehen, uns dafür entschieden, mit tatsächlich mehreren Gewerken ins Rennen zu gehen. Das heißt also, wir haben einen Kellerbauer, wir haben den klassischen Hausbauer und wir haben einen Innenausbauer. Heißt also, wir haben letztes Jahr, ich glaube im Mai final, 3 Verträge unterschrieben. Die wir auch mit deiner Unterstützung unter anderem noch mal ein bisschen finalisiert haben, nachverhandelt haben. Also das war so der Stand. Ja. Und was jetzt natürlich folgte, ist, du musst alle Gewerke bemustern. Mhm. Ja? Das heißt, wir sind jetzt nicht zu unserem Hausbauer gefahren, die berühmten 2 Tage, und haben uns da tatsächlich irgendwie durch 2 Tage bemustern gequält. Sondern was wir jetzt gemacht haben, ist, wir waren zu einer Vorbemusterung bei unserem Hausbauer, das war mir auch nochmal wichtig. Also das da bitte Empfehlung irgendwie an alle, wenn ihr trotz Corona irgendwie die Möglichkeit habt, zumindest mal durch die Bemusterungshallen zu laufen, um mal eine grobe Vorstellung zu bekommen, was kommt da auf euch zu, ja? Ist es, glaube ich, ganz dankbar, um auch mal eine Vorstellung zu haben, passt das so im Standard schon, was die mir anbieten? Oder wo sind, sage ich mal, einfach die Dinge, wo ich schon mit einer Draufzahlung rechnen kann, ja?
um da mal wirklich so ein bisschen auch vielleicht den finalen Gedanken, ja, den man ja immer so im Kopf hat, ja, einfach mal nochmal zu visualisieren. Das war ein toller Termin und wie gesagt, kann ich jedem auch irgendwie nur empfehlen. Ja. Gleichzeitig kriegt man in der Vorbemusterung, also wir hatten auch eine gleichzeitige Führung, einfach mal durch die Werkshalle, auch so ein bisschen Gefühl für die Firma. Ja. Das hat uns wahnsinnig gut gefallen, das hat uns auch gut getan. Das bestärkt einem, finde ich, auch nochmal so, ob man die richtige Unterschrift geleistet hat, ja, weil ja, final, man steht in Werkshallen und weiß, das sind diejenigen, ja, die dann tatsächlich ja, einfach mal meinen Namen an eine Hauswand schreiben, ja, und dann mein Haus projektieren. Also das tat wirklich unglaublich gut. Ja. Zur finalen Bemusterung war es jetzt also tatsächlich so, dass wir beim Hausbauer im Dezember erst waren, einen Tag lang. Vorausgeschickt, aber tatsächlich immer wieder viele Gespräche geführt haben, viele Details mit schon aufgenommen hatten in den Vertrag. Was aber für mich spannender war, war tatsächlich die Bemusterung Innenausbau. Mhm. Denn wir waren ja bei unserem Innenausbauer auch einen Tag zur Bemusterung, mhm. haben aber dem Ganzen schon ganz, ganz viel Input vorher gegeben. Ah, okay. Das heißt also, unser Innenausbauer hat gesagt, du, ich arbeite mit einer Kette an Badstudios zusammen, da könnt ihr gerne hin, ja, da kaufe ich sowieso ein. Und was wir dann gemacht haben, wir sind mit Termin hingefahren, haben uns dann mal umgeschaut, sind von, oh Gott, Papier und Katalogen irgendwie erschlagen worden. Ja. Was aber gut tat, ja, weil du nimmst dann so Hausaufgaben einfach mal mit. Mhm. Guckst dich da so ein bisschen um, kriegst die erste Inspiration. Also so, dass wir final in der Bemusterung Innenausbauer wirklich gesagt haben, du, wir wollen im Endeffekt jetzt die Marke, die Serie und jetzt mach mal. Ja? Ja. Also das war so die Bemusterung Bad. Das macht das Ganze unglaublich flexibel, weil ich musste nicht auf den Punkt, ja, vor Ort sagen, du, ne, XY gefällt mir. Und man muss auch sagen, die haben gar nicht alles vorrätig. Ja. Ja, also das ist eine, ich sag immer so eine Fleißarbeit, ja, ja. Die dadurch einfach entsteht. Das war so das Thema Bad. Dann hat er gesagt, du, Fliesen und auch tatsächlich Böden, sonstiges arbeite ich auch mit der und der Kette zusammen. Die haben hier bei uns um die Ecke im Endeffekt auch einen großen Showroom. Macht euch da mal schlau. Mhm. Und ja, was wir gemacht haben, ist, du, wir sind halt mit irgendwelchen Fliesenmustern wieder nach Hause. Ja. Ich wurde total belächelt, weil ich natürlich dann meine Bodenfliese einfach mal abgewischt habe. Ja? Das ist dann so typisch ich. Um halt einfach mal zu gucken, wie arbeitet dieses Material? Ja? Ist das was Praktisches? Ja? Ist das irgendwie putzarm oder ist es irgendwie staubanfällig? Keine Ahnung. Ja. Also das war diese Entscheidungsfindung. Das sind also so Dinge, die sind schon lang vorher gelaufen. Mhm. Und ich muss ja auch echt sagen, ich habe dann irgendwie gefühlt, zu jedem weiteren Gewerk, sei es Küche, ja, die wir eben dann auch nochmal bemustert haben und auch verschiedene Angebote uns dazu einfach nochmal eingeholt haben. Ich habe immer diese Fliesenmuster mit mir rumgetragen, ja. Also ich glaube, die liegen bis heute in meinem Kofferraum, ja. Weil es einfach dankbar ist, um zu sagen, hey, passt das? Ja, ja? Kann ich es einfach mal dranlegen? Ja. Ich weiß nicht, wie viele Stunden uns jetzt also allein das Thema Boden, Bad, Küche in Summe bemustern gekostet hat. Mhm. Aber es war irgendwie sinnvoll verbrachte Zeit, weil ja, du das Ganze, das konnte irgendwie wirken, ja. Du konntest dir Gedanken drüber machen. Und ich musste echt sagen, ich ziehe immer noch vor Leuten, die in 2 Tagen ihr ganzes Haus bemustern, total den Hut. Ja. Ja, wo ich sage, Wahnsinn, ja. Wie ihr das auch immer macht. Aber ich bin im Nachgang sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Weg gewählt haben, weil es jetzt einfach irgendwie mehr unser Haus wird. Klar. Und sicherlich weniger Standard. Also es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, diese Entscheidung, die du sonst wirklich an 2 Tagen treffen musst, genau, einfach mal zu ziehen. Und wie du sagst, ich muss ja auch wirklich gucken, Mensch, passt die Fliese dann zu der Küche, die ich da habe und so weiter. Genau. Das ist schon wirklich was Wichtiges, was nachher schon einen Unterschied machen kann. Ne? Und wo du dich vielleicht ärgerst, wenn du es innerhalb von 2 Tagen entschieden hast und dann nicht happy damit bist. Ja, ja. Ja, auch gerade, weil wir es eben auch dann in der finalen Bemusterung beim Haushersteller und auch beim Innenausbauer, du merkst plötzlich, wenn du deine Unterschrift da drunter setzt, dann läuft ein Prozess los. Den kannst du überhaupt nicht mehr stoppen. Oder
ich sag mal, wenn du ihn stoppst, dann kostet es dich das einen enormen Aufpreis, ja. Du merkst einfach, das wird so final. Und da muss ich dir echt sagen, bin ich sehr dankbar, dass ich im Endeffekt meine zum Beispiel Küchenpläne dem Innenausbauer und auch dem Hausbauer einfach zugeschickt habe. Ja, das war dann meine Aufgabe natürlich. Aber ich hatte einfach lange schon vorher das Gefühl, das ist meine Küche. Ja, ich habe die so im Showroom gesehen. Ich hatte, sei mir nicht böse, die Schubladen mal in der Hand. Ja, also ich hatte all diese Themen einfach schon mal plastisch vor mir. Ja. Und bin da nicht durchgejagt, weil ich jetzt einfach schon 10 Stunden Bemusterung durch hatte, ja, und mir gedacht habe, du, ne, was soll's? Ja. Oder weil ich vielleicht die Auswahl auch einfach gar nicht, ja, an Küchen Ausstattern hatte, ja, die jetzt halt, muss man auch ehrlich sagen, jeder Hausbauer natürlich auch in einer gewissen Beschränkung einfach hat, sondern das war ein freies Küchenstudio und dadurch, ja, konnte ich auch Geräte wählen, ja, das sind alles so Sachen, wo ich sage, ich bin jetzt nicht derjenige, der jedes kleinste Datenprofil ausliest, ja, aber so eine Praktikabilität, ja, war es halt für mich einfach in dem Moment sinnvoll. Absolut. Diese Zeit zu investieren, ja. Genau. Wo haben Sie zuerst bemustert? Also wir haben tatsächlich spannenderweise im September den Innenausbauer bemustert. Mhm. Den haben wir vor Ort besucht, haben alles mitgenommen, was wir bis dahin schon gesammelt hatten, ja. Was er uns im Endeffekt auch zur Aufgabe gestellt hat. Und es war gut so. Denn ich muss dir echt sagen, das war für mich ein Termin, den hatte ich so ein bisschen unterschätzt. Okay. Weil ich dachte, du, klar, wir treffen uns da und gehen da nochmal durch ein Badstudio dieser Kette bei ihm vor Ort und sagen, das und das möchten wir haben. Aber du, Flo, da kamen so viele kleine Details, die du sicherlich weißt, dass du sie in einem Bad zum Beispiel brauchst, aber du stehst dann halt wieder da und denkst dir, boah, welche Armatur. Ja. Ja. Also, ne? Ja. Oder welchen Handtuchhalter? Oder möchtest du irgendwie den Spiegelschrank mit Licht oder ja, nein? Welche Form? Mhm. Also, selbst dadurch, dass wir wussten im Endeffekt, welche Armaturserie wir haben möchten, ja, war es dann irgendwie noch so ein bisschen viel Kleinkrieg, ja, nebendran, den man auch noch bestimmen musste. Somit, das war also der Termin, den wir vormittags gemacht haben und haben dann uns nachmittags an das Thema Elektroplanung gesetzt, hauptsächlich. Und auch da hatten wir wirklich das Gefühl, wir waren gut vorbereitet. Ja? Hatten interessanterweise, das war, fand ich auch ein toller Service vom Innenausbauer, einen Vorschlag von seinem Elektriker bekommen, die er in der Grundausstattung sicherlich Spots, ja tatsächlich Steckdosen, Lichtschalter, wie er sowas setzen würde, ja, anhand von unserem groben Hausplan. Mhm. Aber man muss auch sagen, so ein Haus lebt ja irgendwie mit den Leuten, die da einziehen. Absolut, ja. Ja, und dann natürlich, du gehst dann im Endeffekt, und dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man in die Planung geht, du gehst durch jedes Zimmer und wirst konkret gefragt, wo möchtest du was haben? Mhm. Das heißt, im Endeffekt musst du die Zimmer geistig eingerichtet haben, um zu wissen, du, da brauche ich noch eine Steckdose, weil in der Küche da die Kaffeemaschine steht, oder da möchte ich im Hauswirtschaftsraum alles andere stehen haben, wo ich eben auch nochmal von mir aus ein Waschbecken brauche oder eben auch meine Waschmaschine stehen soll. Also das sind alles so Dinge, diese Entscheidungen sind wichtig, weil ich glaube, sie sind im Nachgang sehr ärgerlich, wenn genau die Steckdose da fehlt. Mhm. Ne? Aber wo ich dir echt sagen muss, wo wir uns am härtesten taten, waren die Kinderzimmer. Mhm. Was ich irgendwie gar nicht auf dem Zettel hatte. Denn ja, du richtest für dein Kind im Geiste ein Kinderzimmer ein. Ja. Ja. Also du sagst, du, da steht jetzt erstmal das Kinderbett, ja, und da könnte mal ein Schreibtisch stehen und alles schön und alles gut. Mhm. Aber, und ich weiß nicht, vielleicht ging es dir auch so, ich habe mein Kinderzimmer furchtbar oft umgestellt. Ja. Ja, also das war vielleicht auch so ein Mädchending, keine Ahnung, aber ja, wir haben uns dann auch überlegt, Mensch, ja, schön, dass wir jetzt hier planen, dass er da tatsächlich seine Nachttischlampe hat. Wenn der das Bett aber da nicht stehen haben möchte, dann wird es schwierig. Richtig. Also du stehst dann plötzlich da und denkst dir, gut, dann machen wir halt vielleicht zur Sicherheit, ne, da auch nochmal eine Ausstattung hin. Und das waren dann wirklich nochmal langwierige Fragen.
die dann, und das muss man auch ehrlich sagen, immer wieder zum Aufbemustern führen, ja. Du hast dann plötzlich da einfach nochmal das Thema, komm, mach da einfach nochmal einen Stecker hin, ja, mach da vielleicht dann doch nochmal das ganze Thema LAN, was auch immer dran. Mhm. Du versuchst es halt alles vorauszuschauen, was gar nicht so einfach ist. Ja. Und das war dann wirklich so intensiv, dass, was ich sehr fair fand, unser Innenausbauer gesagt hat, du, nehmt die Pläne heute mal mit. Mhm. Irgendwann kannst du, muss ich sagen, auch tatsächlich diese Zeichen, die dir jeder Elektriker da drauf malt, ja, irgendwann verstehst du das. Schaut es euch nochmal an, geht es nochmal im Geiste einfach mal durch und schickt es mir dann einfach nochmal rüber. Das fand ich großartig, weil es dir so ein bisschen mit Druck genommen hat. Ja. Ja. Auch interessanter Aspekt, irgendwann entstand bei uns, und es wird wahrscheinlich in jedem modernen Haus heutzutage so sein, so eine Art, ich sag mal, Schaltzentrale, ja. So ein bisschen zwischen Flur und Wohnzimmer, ja. Wo du sagst, klar, ne, da möchte ich natürlich meine Raffstores steuern, da möchte ich irgendwie alles, ja, haben, möchte ich dimmbare Lichter haben und da ist noch eine Lampe natürlich, ja, die über dem Esstisch sein wird. Ich möchte alles da schalten. Ja. Und ich stand dann irgendwann so da und da habe mir dieses Geschreibe angeschaut in diesem Plan und mir gedacht, oh Gott, wie willst du denn jemals, wenn du jetzt das Haus verlässt, ja, und einfach mal sagst, komm, ich gehe jetzt, möchtest du da drücken, welches ein Futter, das da entstand? Und dann habe ich gesagt, nee, also irgendwie müssen wir das ein bisschen logischer für uns aufbauen und auch machbarer, ja, denn der Technik ist keine Grenzen gesetzt, das ist ganz klar, ja. Aber das war für uns dann einfach nochmal so ein praktikabler Schritt, den wir dann im Endeffekt mal, frag mich, an einem verregneten Sonntag gemacht haben, zu sagen, hey, was ist denn da jetzt wirklich für uns passend und was ist so, dass du es auch noch beherrschen kannst? Hm. Ja, wie habt ihr das dann gelöst? Also was habt ihr dann gemacht? Also wir haben wirklich tatsächlich nochmal alles durchschritten und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Geht's mal durch euer Haus. Also überlegt euch genau, die Frage wird euch gestellt, wo möchtest du dein Badlicht schalten, wenn du das Bad betrittst? Ja, soll da auch noch, keine Ahnung, die Spots in der Dusche gleich mit angehen? Oder sollen diese Spots extra geschalten werden? Weil du halt, wenn du unter die Dusche gehst, diese Spots schalten möchtest. Das ist ganz simpel eigentlich. Mhm. Aber hinter dem Ganzen steht ein großer Elektroplan und der muss einfach sitzen und passen. Ja. Ja. Das war für uns, ich sag mal, sicherlich nochmal ein diskussionsreicher Nachmittag. Wie es wahrscheinlich dann bei allen so ist, ne? Der Herr des Hauses sagt, du, furchtbar viel Technik, super praktisch, machen wir so und dimmen alles und wie du es dir halt so vorstellst, ja. Und die Frau sagt dann irgendwann mal, du, ich würde gerne wissen, ne, wann ich welches Licht mit welchem Schalter ausmachen kann, um es ganz plakativ zu sagen, ja. Also, und da danken wir eigentlich bis heute, dass wir da uns einfach nochmal Zeit nehmen konnten, um das zu machen. Das war auch gut so. Und der finale Bemusterungstermin beim Hausbauer war tatsächlich so ein Termin, den ich unterschätzt habe, wo ich gedacht habe, du, wir sind super vorbereitet, das ist alles irgendwie, ne? Habe ich mir alles schon angeschaut, habe ich im Geiste auch schon fertig. Und auch bitte... Ja, ganz klar, an alle, die kurz davor stehen, macht euch verdammt viele Gedanken. Geht mal auch da durchs Haus, überlegt euch, welches Fenster ihr in welche Richtung öffnen möchtet. Auch da ganz klarer Hinweis, welches Möbel steht davor, um euch das nicht zu verbauen. Auch welche Tür geht wohin auf, das sind alles so Sachen, die da auf euch zukommen. Und es geht dann auch nochmal wirklich so, ich sage in den Kleinkrieg, ja, Fensterbänke. Ich finde das furchtbar interessant, wie viele Diskussionen du in jeder Facebook-Gruppe über Fensterbänke siehst. Ja. Die gibt es innen und außen. Ja, das heißt, die sollten zu deiner Raffstore-Farbe, zu deiner Fensterfarbe passen, pflegeleicht sein, zur Innenausstattung und der Einrichtung passen. Also auch da, der Tag war voll. Ja, obwohl wir eine Menge vorher gemacht haben, war auch dieser Tag nochmal voller Entscheidungen und auch nochmal von der einen oder anderen, ich sag mal, Anpassung geprägt. Ja? Du bekommst natürlich gefragt, möchtest du deine Terrasse ebenerdig betreten? Mhm. Ja, dann stehst du da und sagst ja, praktisch. Aber ja,
kostet natürlich auch Aufpreis, ja, ob jetzt da eine Schwelle zu überwinden ist oder nicht. Ja. Auch da, was ich bei unserem jetzt Anbieter super finde, kriegst du nochmal den Hinweis, du hast hier eine Sondergröße an Fenster. Mhm. Kostet dich XY, ja. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, auf eine Standardgröße, die vielleicht ein kurzes anderes Maß hat, gehst, ne, kostet dich das so und so viel weniger. Also ich muss sagen, wir hatten auch da eine ganz, ganz pragmatische, tolle Frau, mhm. Die da immer wieder darauf hingewiesen hat. Das macht diesen Tag super intensiv, weil du im Endeffekt nur damit beschäftigt bist, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist das, was ja anstrengend ist, glaube ich. Gell? Genau. Genau, also du kriegst immer XY und musst dann halt dich im Endeffekt für X oder Y entscheiden. Das ist dann final, das unterschreibst du und so wird produziert. Also, ne, das ist nicht mal nach Zahlen und wünsch dir was, sondern, ne, das, und ich muss auch sagen, je mehr du dich finalisierst, was deine Pläne angeht, desto eingeschränkter wirst du auch in Kleinigkeiten, in der Entscheidungskompetenz. Du kannst dann nur noch A oder B gehen, ja. Die Wege musst du unterschreiben, weil die brauchen genaue Angaben von dir. Sonst, ne, klar, funktioniert irgendwie das ganze System nicht. Ja. Also das war wirklich für mich nochmal so ein Termin, der schöne Phasen hatte. Ne? Klar, Außenfassade, Farbe wählen, Haustür wählen, alles super. Mhm. Aber ich muss auch da sagen, da sind eigentlich der Fantasie immer keine Grenzen gesetzt. Ja? Und du kriegst irgendwann so einen Flash und denkst dir, oh Gott, da, also ob das jetzt alles so richtig war. Und jetzt habe ich wirklich kleine Teile nur noch bemustert. Ja? Das ist einfach tatsächlich da wichtig. Und am Ende des Bemusterungstages steht immer im Endeffekt die finale Unterschrift. Ja. Das heißt, du stehst dann... ich glaube, bei uns war es beim Hausbauer vor 50 Seiten Bemusterungsprotokoll, gehst du es dann einfach nochmal durch und sagst dir, okay, ich treffe eine schwerwiegende Entscheidung. Ich lese auch gerade ganz oft von Bauherren, die einfach noch so ein bisschen in der Anfangsphase sind, dass sie davor einen Heidenrespekt haben. Ich kann das nachvollziehen. Also dieser Moment, wo du sozusagen deine Unterschrift runtersetzt, ist schlimm, irgendwie gefühlt. Ja. Ja. Der ist auch emotional. Das ist ja einfach, ich sage immer, eine Sache, die viel Geld kostet. Mhm. Und wo du dich, ja, ich glaube, du hast es plakativ schon vor Augen, dass du weißt, wenn ich das jetzt falsch entschieden habe, ich ärgere mich schwarz. Das ist, glaube ich, wirklich das Schlimme an der Geschichte, ja. Genau, genau, genau. Nee, das muss man sich bewusst sein. Also ich kann immer allen sagen, die in die Bemusterung gehen, boah, seid ausgeschlafen, seid irgendwie vorbereitet. Lasst das alles auf euch zukommen. Aber ich glaube, für mich war immer diese Frage wichtig zu stellen, auch mal an denjenigen, der mit dir bemustert, ja, was ist hier eine gute Empfehlung? Und die machen das jeden Tag. Mhm. Die haben immer wieder eine pragmatische Lösung parat. Und die würde ich auch tatsächlich immer wieder auf mich wirken lassen. Ja, mir das dann da auch wirklich, wir haben das Glück gehabt im Bemusterungszentrum, dass da Musterhäuser stehen, mir auch mal einfach anzuschauen, denn dieses Baudeutsch, ja, dieser Fachjargon, der tut dann immer noch in der Verwirrung sein Übriges. Klar, ja. Und somit haben wir uns dann ja halt einfach mal die verschiedenen Terrassentüren angeguckt. Ja, sind da mal durchgelaufen, haben uns auch dieses ganze Thema Sicherheitskonzept einfach mal erklären lassen. Ja. Und haben das auch mal selber geschlossen, ja, haben uns da mal so ein bisschen einfach ein Gefühl dafür geholt, zu sagen, Mensch, was ist denn für uns wichtig und wo ist es verbaut? Da sind wir kurz hingelaufen. Das kostet aber alles Zeit, ja. Also bitte nicht unterschätzen, so ein Tag hat gerne mal irgendwie 10-12 Stunden. Ja. Am Ende des Tages muss eine Entscheidung her, egal wie und was. Also das, glaube ich, entscheidend. Finde ich auch super wichtig, weil wie du sagst, das kann man jetzt aus deinem Erfahrungsbericht sehr gut raushören. Ja. Sehr, sehr wichtig, dass du wirklich jemanden hast, der da auch mit dir durchgeht und auch ein gutes Feedback geben kann. Ja. Das kann ich schon bei Anbietern, die wieder halt mehr über die Masse gehen, wo du halt wirklich dann, weiß ich nicht, die dann 1000 Häuser im Jahr verkaufen, da muss natürlich auch so eine Bemusterung vielleicht ein bisschen getakteter durchgehen. Ja. Und da kann man sich vielleicht nicht die Zeit nehmen. Das ist halt so ein bisschen, ja, das soll auch auf dem Schirm haben müssen.
Und das andere, ja, was ich auch sehr, sehr spannend finde, weil wenn du dir mal in der Baubeschreibung durchliest, wie denn so eine Bemusterung vermarktet wird, das wird ja eigentlich als Wellness-Wochenende verkauft. Ja, nein. Oh, ihr bekommt da Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel und was zu essen gibt's und Vier-Gang-Menü und keine Ahnung. Und das ist es aber unterm Strich nicht. Nein. Und deswegen, das finde ich sehr, sehr gut, dass du jetzt so diesen Bericht konntest, weil also, es ist wirklich komplett anders verkauft, als es nachher ist. Ne? Ja, es ist eine Verkaufsshow, ja. Ja. Es ist auch tatsächlich so, natürlich, es geht da auch final ums Geld, ja. Alles, was sie dir verkaufen, bringt denen im Endeffekt, weißt du selber auch, ne, steigt sozusagen deine Bausumme zum Teil auch enorm an. Also ich glaube, es ist wirklich ein einfach nur harter Tobak, der da auf dich zukommt. Und ich bin im Nachgang sehr froh, dass wir so viel, ich sag mal, Fleißarbeit im Hintergrund getrieben haben. Ja. Das sind keine Stunden, die ich jetzt aufrechnen möchte, ja, weil irgendwie bist du immer dabei, ja, immer wieder. Ich muss dir auch echt sagen, ich finde da eure Podcasts, die ich gefühlt irgendwie überall zum Schluss gehört habe, ja, finde ich irgendwie super wichtig, weil du möchtest einfach Fehler vielleicht, die andere gemacht haben, nicht nochmal machen. Ja, sowas arbeitet auch immer wieder in dir nach. Also bei uns lagen alle Hausbauunterlagen gefühlt ein halbes Jahr irgendwie quer. Und wir sind das immer wieder mit durchgegangen. Ich glaube, das ist ein Prozess, der muss entstehen. Aber im besten Fall, und das ist wirklich meine Empfehlung an alle, durchlauft diesen Prozess vor der Bemusterung, weil ihr seid ansonsten erschlagen. Und das kann man nicht anders im Endeffekt sagen. Also auch überlegt euch vielleicht vorher, welche Treppe ihr haben möchtet. Treppe ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein furchtbar hochgekochtes Thema aus gutem Grund, wo ich auch sage, Design finde ich immer, das ist eine, das ist eine reine Geschmackssache, ja. Aber auch einfach dieses Thema, hey, was ist denn für uns ein praktikabler Tritt? Ja, also was macht da Sinn? Wie teilen wir das Ganze denn auf? Und auch hier, sage ich mal, wird man in der Bemusterung erschlagen, natürlich auch mit ein paar rechtlichen Themen, wo man einfach sagt, du, irgendein Geländer leider muss dahin, Kinder und Absturz. Und also da strömt furchtbar viel einfach nochmal auf einen ein. Und da muss ich ja wirklich sagen, kommen Themen, die sind nicht unwichtig, so schön ein Haus sein kann, ja, es muss ja auch irgendwie sicher, praktikabel, was auch immer sein. Wir sind zum Beispiel, das war ganz spannend, in der finalen Bemusterung beim Haus draufgekommen. Wir haben im Erdgeschoss, ja, um das vielleicht kurz abzureißen, im Endeffekt ein Zimmer, das wir erstmal nutzen möchten als Büro und ein voll ausgestattetes Bad. So. Idee dahinter ist, wollen es alle nicht hoffen, ja, aber brauchst du mal sozusagen alles ebenerdig, ja, weshalb auch immer, dann sollte das also so praktikabel umsetzbar sein. Idee dahinter. War auch tatsächlich alles fein. Wir laufen in die Bemusterung beim Haushersteller und er sagt, ja, aber diese Tür zu diesem Bad mit Rollstuhl, schwierig. Und das Waschbecken steht viel zu weit drinnen. Das heißt, du könntest, ja, sozusagen da drinnen jetzt nicht mit einem Rollstuhl rangieren. Das würde nicht funktionieren. Wir haben uns das also eigentlich im Endeffekt selber verbaut, was wir geplant haben. Ja, und dann läufst du natürlich die Rolle nochmal rückwärts, ja, in unserem Fall, und sagst, ja, Mensch, dann müssen wir nochmal bei uns zum Innenausbauer und müssen sozusagen das Waschbecken umbemustern. In eine andere Größe, ja, und es im Endeffekt auch etwas versetzen, um diesen Platz herzustellen, diesen Raum. Ja, aber das sind eben so Sachen, und das ist jetzt, sage ich eben, speziell auf unsere Konstellation mit den Gewerken jetzt eben aus, da bist du als Hausherr oder Bauherr in der Pflicht. Ja. Das heißt also, du drehst dann nochmal die Schleife bei den Innenausbauer, fragst es an, der ändert seine Pläne, die Pläne müssen aber dann natürlich auch zum Hausbauer. Und das muss ich sagen, davor habe ich nach wie vor Respekt. Ich glaube, das wird noch viel mehr jetzt zuschlagen, wenn es alles losläuft. Wenn es losgeht. Aber na, sind eben Sachen, die in unserem Konstrukt echt viel Zeit kosten, die auch sehr, sehr, ich sag mal, kleinteilig sein können. Ja.
Ja, denn im Endeffekt lieferst du alle Informationen und du bist auch als Bauherr derjenige, der alle Bälle irgendwie oben hält, ja, der alle informiert hält. Das bedeutet, vielleicht bei mir letzte Woche kam der Anruf vom Haushersteller, können Sie uns den Stelltermin bestätigen? Das heißt, hält Ihr Kellerbauer den Termin, sodass wir dann auch loslegen können? Ja, na, so ein kurzer Anruf mit einer kurzen Frage zieht dann jede Menge Kommunikation, ja, wieder nach sich. Also das möchte ich einfach vielleicht so als kleine Vorwarnung geben. Ja, wir waren und sind nach wie vor, also auch nach allen Musterungen, mit den drei Gewerken deutlich günstiger, als wenn wir alle Gewerke über den Hausanbieter gekauft hätten oder eingekauft hätten. Aber ja, ich sag mal, der Preis muss sozusagen in Arbeitsleistung oder in Zeit durch den Bauherrn irgendwie aufgewogen werden. Ja, also, das ist immer das Thema, also dass du einfach dass du der Projektmanager bist. Ne? Ja, korrekt. Das trifft ganz gut, ja. Und jetzt habt ihr ja noch wirklich so diesen Mittelweg aus komplett über einen Anbieter und alle Gewerke einzeln vergeben. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch das, weil es wirkt immer so schön, jedes Gewerk einzeln vergeben und ich spare mir insgesamt sehr, sehr viel Geld. Aber dass man dann noch viel mehr, ne? Weil dann musst du ja wirklich, jetzt hättest du nicht nur den Innenausbauer anrufen müssen, sondern dann auch den Estrichleger, den Elektro, den Sanitär und so weiter. Und dann das so viel, also es wird einfach so viel komplexer. Was man jetzt bei euch schon sieht, obwohl es ja nur zwei beziehungsweise drei Gewerke sind. Korrekt, korrekt. Und das ist halt schon, finde ich, einen sehr, sehr wichtigen Hinweis auf jeden Fall. Ja, ja. Und also ich muss auch sagen, es sind drei Gewerke, die sich kennen, ja, also die dieses Projekt schon öfter sozusagen so abgewickelt haben. Das heißt, ja, die Jungs kennen sich, die wissen, ne, was sie aneinander haben, die kennen auch, und das muss man ehrlich sagen, den Haushersteller, ja, was für uns halt super ist, zu sagen, du, der Elektriker baut mit dem Wandaufbau öfter, ja, der weiß genau, was er zu tun hat. Das macht das Ganze schon mal leichter, aber es sind trotzdem drei verschiedene Verträge unterschrieben und es ist nicht die Aufgabe der einzelnen, ich sag's mal, Geschäftsführer, Bauleiter, nennen sie, wie du möchtest, ja, jetzt da untereinander diese Rücksprachen herzustellen. Also, das heißt, auch wenn du finale Pläne bekommst, du musst alle damit versorgen, ändert sich an den Plänen, was versorgst du sie wieder einmal komplett die Reihe durch? Das sind eben alles Sachen, die müssen einfach über dich laufen. Ich möchte jetzt keinem Angst machen. Ja, das sind Dinge, die sind machbar. Aber es ist halt einfach nicht so ganz aus einem Guss, ja, wie man es sich jetzt, ich sag mal, bei einem klassischen Fertighausanbieter mit allem, ja, jetzt so vorstellen würde. Ja. Und das sind Themen, die muss man einfach auf dem Schirm haben. Da muss man sich drauf einlassen. Ja, du hast natürlich, klar, mit verschiedenen Menschen zu tun, ja, mit verschiedenen Charakteren. Die irgendwie auch jeder so einen anderen Anspruch haben. Und damit, ja, muss man klarkommen. Ich hatte es dir im Vorgespräch auch schon gesagt, wir haben jetzt ein Thema in den letzten Wochen gehabt, dass wir einfach eine Erkrankung hatten bei einem der drei Gewerke. Ja. Das passiert. Ja, darüber musst du dann auch alle anderen natürlich informieren und auch da musst du dir überlegen, muss ich jetzt Zeitachsen anpassen? Ja, nein. Also ich glaube, das ist jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, diese Corona-Zeit, ja, die einfach gerade alles beherrscht. Ja. Und was wir jetzt kurz tatsächlich vor Aushub erfahren haben, ist ein Thema, das du in deinem Podcast auch schon schön erwähnt und berichtet hast. Was ich aber, muss ich ehrlich gestehen, bedingt auf dem Zettel hatte, bei uns trifft jetzt also nicht das Thema Holzpreis, ja, denn die Verträge sind unterschrieben, also da wird jetzt auch nichts dran gemacht. Aber was jetzt alle anderen berichten, ist, du hast im Moment tatsächlich Probleme, normale Baustoffe zu bekommen. Ja. Also das Thema Betonwerk arbeitet, es ist also alles eingetaktet, aber wir kriegen jetzt ein Thema mit, wo kriegen wir Leerrohre her? Mhm. Ja, das ist jetzt so eine Sache, wo einfach der Tiefbauer dasteht und sagt, ich weiß nicht, ob ich die dann habe zu dem Zeitpunkt X. Ja. Also das finde ich gerade, genau,
Ja. Genau. Also die haben gerade wirklich mit normalen Baumaterialien, ja. Unter anderem auch Thema. Styropor ist auch ein Thema, was gerade hat. Ja. Also hatte ich nicht auf dem Zettel. Ich glaube, das ist auch was, was eigentlich noch nicht so durch die Presse gegangen ist. Ja, Holz ist dann erstmal das, was zuerst so, vor allem in Bayern, ne? Es gibt ja eigentlich nur Berichte aus Bayern und jeder der Wald und keine Ahnung. Aber dass irgendwie alles andere auch fehlt oder knapp wird, muss man wirklich auf dem Schirm haben. Absolut. Ja. Ja, also das sind Themen, die, die jetzt umtreiben, die du mitbekommst in unserem Fall und wirklich irgendwie schauen musst, dass du damit umgehst. Aber müsst ihr da also jetzt was tun oder verschiebt sich dadurch jetzt was oder wie ist das aktuell? Also Stand heute tatsächlich noch nicht, aber wir warten noch tatsächlich bis Ende dieser Woche sozusagen auf einen Tiefbauer. Mhm. Der jetzt ja im Endeffekt die Baustelle eingetaktet hat. Das ist für ihn auch im Endeffekt das Schwierige. Aber jetzt halt wirklich sagt, ich muss schauen, wo ich die Materialien gerade herbekomme. Das sind im Endeffekt sind es auch Kleinunternehmer. Die haben auch nicht das riesige Lager jetzt sich aufgebaut. Und ich muss ja auch echt sagen, ich weiß gar nicht, ob die das alles so auf dem Zettel hatten, was da jetzt gerade so passiert. Ja. Denn das hat sicherlich mit dem Thema Bauboom zu tun. Ja, das ist das eine. Aber auch mit einer Preisexplosion, die, glaube ich, jetzt keiner so ganz auf dem Zettel hatte für normale Baustoffe. Das ist ja irgendwie jetzt nichts Neues, nichts Besonderes. Ja, und auch der Bauboom ist ja nichts Neues. Also nee, eigentlich nein. Seit Jahren wirklich super gut. Von dem her, aber ich glaube, so dieses Thema Exportnachfrage oder was jetzt halt immer wirklich so das Thema ist, warum die Preise steigen und es Lieferengpässe gibt, das hatte, glaube ich, wirklich keiner so auf dem Schirm, wenn wir ehrlich sind. Weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bei euch ist ja Gott sei Dank nicht so, aber in der Branche steigen gerade die Preise schon für die Häuser an sich. Enorm. Ne, so zwischen 8-10%. Also das ist schon was ja die Firmen nicht machen, wenn sie es einkalkuliert hätten. Ja. Das kommt sehr plötzlich und das ist die schnelle Reaktion, ne? Die jetzt einfach der Markt hergeben muss. Genau. Ich muss dir echt sagen, ich glaube, wir können noch eine Menge berichten. Ja. Wird es ein spannender Sommer. Absolut. Der jetzt hier bei uns losläuft. Aber ich finde, du merkst immer so in diesen einzelnen Telefonaten, es ist im Moment eine echte Überforderung in dieser Branche da. Die wissen eigentlich weder ein noch aus. Und die haben einfach eine Abhängigkeit, die da entsteht. Und ich meine, dadurch, dass wir natürlich jetzt diese kleineren Firmen besonders auch bei uns mit drin haben, die kaufen, haben auch nicht diese Marktmacht, jetzt hier in großen Massen einzukaufen, über die Preisverhandlung nochmal zu gehen, sondern die sind abhängig von ihren Lieferanten. Das ist, sage ich immer so, die ganz klassische Wirtschaft, die da kommt, weil die werden natürlich jetzt mit bedient. Ja. Somit sind wir jetzt einfach gespannt. Ich bin mir sicher, die tun alle ihr Bestes, denn auch das muss man sagen, die haben gar keine Möglichkeit, unsere Baustelle zu schieben. Ja, denn wenn man mal mit Handwerkern spricht, die sind für dieses Jahr alle schon zu. Es muss alles irgendwie sauber dieses Jahr durchlaufen. Ja. Und wenn man den Glauben schenkt, sind auch die Auftragsbücher tatsächlich fürs nächste Jahr schon voll. Ja, es ist unglaublich, was da gerade losläuft. Das ist, glaube ich, alles relativ auf Spitze kalkuliert. Sei es in den Materialien, aber auch in der Mannkraft. Ja. Und da darf einfach nichts passieren. Ja, vor allem dieser zeitliche Aspekt, den du jetzt ansprichst. Ja. Also muss man, glaube ich, auch immer verstehen, wie wirklich eng das auch, und es ist vollkommen egal, ob das jetzt oder was das für Anbieter sind. Ja. Ich glaube, in der Baubranche allgemein ist alles sehr, sehr eng getaktet aktuell. Mhm. Genau. Das ist natürlich, wenn da solche Themen hochkommen, wie jetzt ein Lieferengpass, dann wirft es nicht nur das Projekt um, das jetzt gerade ansteht, sondern vielleicht wirklich auch das, was nächstes Jahr erst relevant wird. Und da muss man jetzt wirklich mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Na, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Zeit auf der einen Seite, wenn man es beobachtet, und eine sehr schwierige wahrscheinlich auch, wenn man jetzt wirklich mittendrin ist. Ja, und ich muss da auch wirklich sagen, ich kann verstehen, dass sich jetzt gerade viele aufregen und sagen, hey, ich unterschreibe heute einen Vertrag und kriege mein Haus in 2 Jahren. Das ist jetzt super bitter, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen,
es braucht diese Zeit und first come, first serve, das ist ein relativ einfaches Prinzip, ja, das auch einfach hier greift. Und auf der anderen Seite kann ich immer nur allen zukünftigen Häuslebauern raten, nutzt ja diese Zeit und stellt euch auch darauf ein, wenn ihr heute einen Vertrag unterschreibt, wird euch keiner sagen, du, ich baue ganz genau jetzt, was weiß ich, am 15. Mai 2023, ja, stelle ich dir dein Haus. Also das ist so meine Erfahrung, diese finalen Termine, die kriegst du ganz, ganz spät und die kriegst du auch nur durch ganz viel Nachfragen. Ja. Weil dieses ganze System ja einfach, ich sage immer, so volatil ist, ja, dass die sich darauf nicht einlassen werden. Und das hat auch irgendwas natürlich mal mit Haftung und mit Zuverlässigkeit und solchen Sachen zu tun, dass sie dir einfach wirklich erstmal nur, ja, ich sag mal, wenn du Glück hast, in KWs sprechen sie, ja, wenn du Pech hast, sprechen sie nur in Monaten, weil da einfach immer wieder die Abhängigkeiten reinspielen und dann schiebt sich's. Also das ist so unser Thema. Also ich bin überhaupt nicht geduldig, gar nicht. Das ist keine Tugend von mir, aber auch ich musste das jetzt einfach lernen, zu sagen, die Regeln, auch wenn du im Endeffekt dein Geld investierst, du bist Bauherr, super toller Titel, ja, by the way, aber es bringt dir nichts, Druck aufzubauen. Auch wir haben probiert, du erinnerst dich, zusammen mit dir tatsächlich da in Zusatzvereinbarungen, sämtliche Termine irgendwie zu fixieren und die zu drängen, unser Haus zu stellen, keine Ahnung, in 12 Monaten und was auch immer. Das bringt gerade bedingt etwas, mal davon ab, dass es, ja, ich wirklich sagen muss, ich glaube, es zerstört, dieser Druckpunkt zerstört für mich so ein bisschen auch das Vertrauensverhältnis, das du brauchst zu denjenigen. Ja. Und jetzt sehen wir einfach ja, dass wir damit nicht weitergekommen sind, ja, sondern wir müssen jetzt mit dem leben, was die können. Und ich möchte ja auch, dass mein Haus qualitativ gestellt wird. Ja, also ne, das muss man auch sagen. Darüber kann man nur immer wieder offen und ehrlich im Austausch bleiben. Das ist so meine Empfehlung wirklich an alle. Lasst die machen, die verstehen was von ihrem Werk und arbeitet mit den Infos, die ihr habt. Meistens und, zumindest. Also gibt es sicherlich auch, auch da Ausnahmen. Aber du hast natürlich recht. Es ist schon so diese Thematik, dass ja die Baufirmen, also wenn du jetzt mehrere Beteiligte hast, ja auch ein Interesse daran haben, dass es doch zeitnah funktioniert, weil nur dann können sie bei euch wieder überhaupt eine Rechnung stellen. Genau. Und ich sage auch, ich glaube, es will keiner ein fertig produziertes Haus irgendwo stehen haben. Ne? Also, ja, in der Halle. Ne? Genau. Wie willst du es machen? Also, also ich glaube, das ist es nicht. Aber es muss eben halt funktionieren. Also ich musste so drüber lachen, weil mein Kellerbauer hat tatsächlich zu mir gesagt, du Miriam, du brauchst gar kein Haus stellen, wenn du keinen Keller hast. Ja, der hat recht. Ja, also so blöd dieser Satz ist, aber das ist so. Ja. Die Abhängigkeiten sind da und dieses Prozedere muss durchlaufen. Ja. Also was ich eigentlich nur allen sagen kann in dieser Zeit, ihr habt unterschrieben und habt aber das Gefühl, es passiert nichts. Mhm. Ja, weil ihr jetzt vielleicht einfach gerade mal nichts hört. Ja, da mussten wir auch durch. Das ist ein ganz dummes Gefühl, weil natürlich du hast schon Geld bezahlt, hast aber noch keine Leistung erhalten. Ja. Also du hast nichts Sichtbares. Ja, du hast so Pläne unterschrieben, ne? Und solche Sachen, hast Anzahlungen geleistet, aber es ist einfach nichts da davon. Nutzt einfach tatsächlich einfach diese Zeit für euch so ein bisschen im Hintergrund, ja. Keine Ahnung, geht ins Möbelhaus, ja, richtet euer Haus im Hintergrund ein, macht all diese Dinge. Wir haben zum Beispiel uns jetzt ganz viel um dieses Thema Carport gekümmert, ja. Nächstes Gewerk, ja. Was aber auch natürlich irgendwie dazugehört, was auch irgendwie eingetaktet werden muss, denn du brauchst für ein Gewerk, brauchst du natürlich im Endeffekt auch die Beschaffenheit des Bodens dazu, ja, das heißt, das muss auch alles mitlaufen. Das sind so Dinge, das sind so Fleißarbeiten, die haben wir jetzt gemacht, ja, haben uns mal mit dem Thema Außenanlagen beschäftigt, haben uns einfach mal da weiter schlau gemacht, haben uns um die Telekom gekümmert, ja, all diese Sachen, also du findest was zu tun, aber
meine Empfehlung ist, ja, lass die erstmal machen. Frag gern mal irgendwie bei deinem Verkäufer nach, der uns, was ich gut finde, nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite steht. Mhm. Der also da auch immer wieder den Kontakt hält und der auch da immer nochmal mein Blickwinkel im Endeffekt zum Hausbauer ist. Ja. Ja. Bewahrt Ruhe. Ich glaube, ja, das kann man in der heutigen Zeit im Moment nicht anders machen. Ich glaube auch. Also egal, ob man jetzt noch vor der Vertragsunterschrift steht, weil ich glaube, das ist gerade für auch viele ganz, ganz problematisch. Jetzt sieht man ja halt nur, oh, das Haus wird 8% teurer, es wird 10% teurer und sowas. Ne? Genau. Aber am Ende, wie man ja auch bei euch sieht, ne, mit Festpreisbindung und so weiter, es ist natürlich wichtig, dass es am Ende passt. Weil wenn die Preise halt weiter steigen und ihr lauft auf der Festpreisbindung raus, dann habt ihr nichts gewonnen im Endeffekt. Ja. Das muss am, das muss passen. Ne? Ja. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dem Thema. Ja. Bezüglich den Terminen. Ja. Weil die sich ja, das ist ja bei jeder Firma so, die tun sich sehr schwer, wirklich verbindliche Termine zu geben. Ja, genau. Und aber unter anderem auch daran, was ja auch völlig legitim ist, dass die sagen, ja, wir wissen ja nicht, wann ist denn überhaupt die Baugenehmigung da? Wann habt ihr bemustert und so weiter. Ne? Ja. Das heißt, klar, die sagen auch, ja, wir sind davon abhängig, dass gewisse Dinge halt passieren. Und ich glaube auch bei der Baugenehmigung, da gab es ja bei euch auch so ein paar Episoden, ne, die wir da drüber machen können. Ja. Vielleicht kann ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen, aber da hat sich ja bei euch leider auch einiges verzögert, gell? Genau, also da müssen wir auch mal sagen, müssen wir gar nicht vor unserer eigenen Tür unbedingt kehren, das war also jetzt nicht verschuldet, irgendwie durch die Architektenpläne oder sonstiges. Aber auch hier, also wir haben im Endeffekt ein halbes Jahr auf unsere Baugenehmigung erwartet. Das mag du jetzt in einer Stadt wie München nicht ungewöhnlich sein. Für uns hier draußen am Land rund um Nürnberg ist es eine enorm lange Zeit. Ja. Und Hintergrund war tatsächlich gar nicht unser Haus, sondern also wir bauen auf einem Bestandsgrundstück meiner Familie, da steht ein Mietshaus drauf. Das wurde, wie ich jetzt dank dieser tollen Baugenehmigung und dem Prozess dazu weiß, im Jahr 1967 gebaut. Und wir bauen sozusagen in zweiter Reihe in den Garten. Das Ganze nennt sich ein Verdichtungsprojekt, um also wirklich ungenutzten Raum einfach nochmal zu nutzen. Und wir dachten, das ist eine super einfache Kiste, aber es kam leider ganz anders. Was das Landratsamt vor allem bei uns gemacht hat, ist, sie haben sehr, sehr langwierig das alte Haus geprüft. Mhm. Wirklich sehr, sehr detailgenau. Da ging es also dann tatsächlich auch ganz, ganz viel um das Thema, wie wurde gebaut, wurden Abstandsflächen eingehalten. Und was ich dann tatsächlich gemacht habe, ist, Willkommen zurück. Ja, willkommen zurück. Genau, wir waren bei dem Thema, ich stelle die Frage einfach nochmal ganz kurz. Ja, genau. Also das Thema mit der Baugenehmigung hat es ein bisschen länger gedauert, gell? Und jetzt fällt dein Ding wieder um. So. Ja, alles gut. Genau, vielleicht kannst du da mal noch kurz drauf eingehen, was hat da länger gedauert, worauf musstet ihr euch da einstellen und... ganz kurz, ich glaube, in Summe haben wir ein halbes Jahr auf unsere Baugenehmigung gewartet. Da muss man jetzt dazu sagen, Flo, ich lese da ganz viel drüber. Ist, glaube ich, für München zum Beispiel nicht ganz ungewöhnlich. Das halbe Jahr, wir haben, muss ich ehrlich sagen, hier nicht mitgerechnet, dass es so lange dauert. Also es ist tatsächlich, wir bauen ja im Nürnberger Umland, um es jetzt einfach mal so zu sagen, und haben eigentlich ein Projekt gewählt, das hier sehr befürwortet wird und auch tatsächlich ausgeschrieben wurde als zukünftige Zielsetzung. Mhm. Denn es ist ein Verdichtungsthema. Das heißt also, wir bauen auf einem Grundstück meiner Familie, auf dem bereits ein Haus steht, sozusagen in zweiter Reihe in den großen Garten. Dachten, das wird dadurch furchtbar einfach. Ja, das ist also kein Neubaugebiet, das ist alles erschlossen, das dürfte relativ schnell die Genehmigung durchlaufen. Weit gefehlt, Thema war gar nicht tatsächlich die Stadt, sondern das Landratsamt, die sich dann, muss ich schon fast sagen, so ein bisschen drin verbissen haben, nicht
die Pläne unseres Hauses zu prüfen. Also die waren furchtbar schnell da, die Genehmigungen, sondern die haben das Haus aus dem Jahr 1967 geprüft. Verrückt eigentlich. Ja, konnte sich keiner tatsächlich erklären, warum die sich drin jetzt so verbeißen. Hat mich und unseren Architekten echt viel Nerven gekostet. Und war wirklich Fleißarbeit. Also mir wurde gesagt, eigentlich müsste das Landratsamt die Pläne noch haben. Die sind archiviert. Das war jetzt in unserem Fall leider nicht so. Das heißt, also, was wir angefangen haben, ist, wir haben erstmal bei mir im Familienbesitz sämtliche Pläne aus dem Jahr 1967 rausgesucht. Die Qualität des Papiers kannst du dir, glaube ich, vorstellen. Ja. Haben dann, und das, wo, da wurde es dann so ein bisschen ganz mühsam, versucht, über das Staatsarchiv die dort hinterlegten Originalpläne zu bekommen, dank Corona gar nicht so einfach. Ja. Also das sind also tatsächlich dann Besuche, die musst du dir genehmigen lassen, dafür brauchst du Vollmachten. Und ja, das Ende vom Lied ist, ich bin also, glaube ich, im letzten Sommer dreimal ins Staatsarchiv gefahren, habe dort, glaube ich, 300 Seiten kopieren lassen. Und habe dann... Musstet ihr dann nachweisen? Oder was? Also... Also es ging um Stellplätze, es ging um Abstandsflächen, es ging auch um so Sachen wie, hätte man 1967 für das Mehrfamilienhaus einen Kinderspielplatz bauen müssen. Es war sehr, sehr kleinteilig. Okay. Und natürlich, klar, dieses Haus hat mein Opa erbaut, er kann leider nicht mehr Rede und Antwort dazu stehen. Ja. Es war auch wirklich so, dass ich gesagt habe, wir fühlten uns da so ein bisschen jetzt in der Bringschuld. Ja. Ja, weil sie ansonsten einfach nicht weitergemacht hätten im Landratsamt. Und das war dann im Endeffekt so, dass ich irgendwann gesagt habe, ihr kopiert jetzt alles und ich erschlage sie jetzt mit Informationen. Ja, dann haben sie einfach mal alles und dann können sie sich selber zusammensuchen. So war es eben dann auch. Und auch hier, ja, ich glaube, man darf auch in der Baugenehmigungsphase dieses Thema Corona, ja, bitte nicht aus den Augen verlieren. Also diese Sache, man geht da mal kurz vorbei, ja, und sucht vielleicht mal das offene Gespräch. Der Weg ist zu, ja, man kann nirgendwo vorbeigehen. Auch die Leute sind im Homeoffice, das heißt, also es ist irgendwie niemand wirklich zu erreichen. Der Austausch findet irgendwie per E-Mail statt und es kommt natürlich dann dieses ganze Thema Beamtendeutsch, sage ich dazu immer dazu, ja. Das heißt, dich ruft niemand an und sagt, ich bräuchte da noch eine Information, sondern du kriegst irgendwie einen dreiseitigen Schrieb, ja, was sie noch alles haben möchten und versuchst dich mit deinem Architekten, der uns da super unterstützt hat, einfach mal durchzugehen, was möchte der denn eigentlich von mir, ja. Also das war etwas, das wirklich Zeit und Nerven gekostet hat und wo ich auch echt sagen muss, ja, ich war hier wirklich manchmal den Tränen nahe. Also weil du nichts dafür kannst. Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt, das auch so befürwortet wird von der Gemeinde. Aber es wurden eben andere Themen jetzt einfach nochmal mit hochgespielt, die niemand wissen konnte. Ja, und die auch keiner so auf dem Zettel hatte, die auch, ja, wo unser Architekt gesagt hat, hey, habe ich noch nie erlebt, verstehe ich nicht. Aber man muss ehrlich sagen, bei solchen Projekten, sowas kann auch zukünftig immer wieder kommen. Also ich glaube, da tust du dich im Neubaugebiet noch leichter, ja? Ja, glaube ich auch. Ja, genau, als jetzt in so einem Bestandsgrundstück. Und auch da bitte, wir hatten es nicht auf dem Zettel, ja? Sollte jemand so einen Plan haben, bitte habt alle anderen Pläne, ja, des Bestandshauses, was auch immer ihr da treibt, ja? Bitte mit auf dem Schirm und reicht am besten da das gleich auch nochmal mit ein oder fragt sie zumindest, ob sie es vorliegen haben, weil sollte das nicht der Fall sein, wird es einfach mühsam. Ja, ja, und also finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, weil ich glaube, so dieses Nachverdichtungsthema wird immer wichtiger, weil es ist ja eigentlich eine super Idee. Ne? Ja, aber eigentlich. Habt ihr das Grundstück teilen lassen oder ist es noch eins? Also da war auch ganz tatsächlich spannend. Mir wurde gesagt, auch vom Architekten, und wir haben es uns natürlich auch juristisch beraten lassen, du tust dich in der Baugenehmigungsphase leichter, wenn du es noch nicht geteilt hast. Das ist so der kleine Wink mit dem Zaunpfahl. Du kannst danach alles tun, ja. Aber
Natürlich, geteilte Grundstücke bedarf auch in Sachen Brandschutz, Abstandsflächen und solchen Sachen nochmal anderen Bestimmungen. Somit, was wir jetzt gemacht haben, wir haben erstmal genehmigen lassen, starten jetzt Teilen danach, weil das einfach der sinnvollere Weg ist. Ja, gerade wenn du, und man muss jetzt auch sagen, das Grundstück ist nicht riesig, also zumindest noch der verfügbare Garten, ja, in dem wir jetzt bauen. All sowas hätte uns nochmal Hausfläche im Endeffekt gekostet. Ja. Und da waren wir jetzt einfach nicht bereit zu sagen, genau, wir nehmen das jetzt auch noch mit. Aber das ist so der Mittelweg, wenn jemand so ein Projekt tatsächlich vor der Brust hat. Diese Idee entsteht relativ schnell. Ihr werdet auch jemanden finden, der dieses Haus baut. Das ist alles nicht das Thema. Ja. Aber ich kann da immer nur jeden raten, nehmt wirklich eine juristische Beratung in Anspruch. Also wir haben tatsächlich auch eben, weil das ein Grundstück in meiner Familie jetzt ist, uns dahingehend beraten lassen, wie machen wir das? Wie sichern wir auch einfach meinen Mann mit ab? Ja? Und wie funktioniert dann tatsächlich einfach das Ganze? Also das war irgendwie nochmal ganz, ganz wichtig. Sorry, ich habe einen Anruf bekommen. Ja? Nee, also da auch das bitte nicht außer Acht lassen. Es geht da natürlich auch um das Thema, wer steht im Grundbuch, ja? Das nimmt natürlich dann alles auch nochmal wichtige Formen an. Da ganz klar der Hinweis, wir sind nicht verheiratet, sonst glaube ich, wäre das alles noch viel leichter. Aber gerade wer in so einem Fall einfach drinsteckt, lasst euch da beraten. Das ist echt gut investiertes Geld. Und ihr sichert euch im Endeffekt damit auch für später alle ab. Ja, nee, finde ich auch wichtig. Ja. Ja, also das gehört auch noch dazu. Das gehört auch noch dazu. Also man merkt schon, ihr seid jetzt in dem letzten Jahr wirklich durch ganz, ganz viel gegangen. Ja. Und hab, glaube ich, auch vieles gelernt. Beim nächsten Mal wäre alles deutlich einfacher, ne? Oder sagst du was, ja. Wobei ich dir wirklich, also ich habe einen tollen Spruch bekommen, nämlich ein Hausbau altert um 5 Jahre, ja? Mhm. Fand ich sehr spannend, weil ich gedacht habe, Dankeschön, brauche ich jetzt gerade auch noch. Ja. Unterschreibe ich heute schon so und du weißt ja, wir haben immer noch die grüne Wiese. Ja, also es kann noch schlimmer werden. Ja, hoffentlich, wenn es mal losläuft, dann, ne? Das ist dann der andere Spruch, den ich auch übrigens von Handwerkern immer höre, wenn es mal losläuft, läuft's. Ja. Ja, wo ich sage, das hoffen wir jetzt einfach alle. Ja. Alles andere wirst hoffentlich du tatsächlich dann vor allem und auch der Tobi dann durch die Abnahmen auf jeden Fall mitbegleiten. Ich glaube, da werden wir auch nochmal was hören. Ja. Ich muss dir echt sagen, heute Stand würde ich sagen, weiß ich nicht, ob ich es nochmal machen möchte. Ja. Ja, ich freue mich, wenn es dann soweit ist das auch alles irgendwie greifbarer wird. Aber ich kann nur noch einfach mal das Signal an alle senden. Das ist ein erheblicher Zeitaufwand, das ist nicht nur der finanzielle Aufwand ich glaube, man muss sich da einfach drauf einlassen. Ja, und wir haben es, glaube ich, ganz gut gemacht, weil wir uns relativ gut eingeteilt haben. Also bei uns war relativ schnell klar, dass ich mit dem technischen Thema nicht so arg viel anfangen kann. Somit hat also da sich tatsächlich der Christian drum bemüht. Aber all diese Infos sind wirklich im Endeffekt rein Recherchetätigkeiten. Ich finde da sämtliche Facebook-Gruppen, sonstiges super wichtig, weil ich glaube, da kann man nur durch Erfahrungswerte lernen. Ja. Und ich glaube, ich hatte es dir letztes Jahr schon mal so ein bisschen gesagt, gerade das Thema Technik ist ein Zusatzprodukt, sage ich immer, der Hausbauer. Ja, das ist einfach dadurch entstanden, dass es praktisch ist, dass es anbieten. Ja. Aber, und da kommt man dann drauf, wenn man so, sich so ein bisschen in die technischen Details einfach mit einarbeitet, das sind auch keine Profis. Ja. Da ist es jetzt bei uns in unserem Fall einfach sehr, sehr gut, dass wir den Innenausbauer haben, der wirklich einen richtig, richtig guten Elektrobetrieb mit an der Hand hat zum Beispiel. Der sich da auch nochmal rein vertieft hat, ja, und uns dann, ich sag's ehrlich, nicht irgendwie jetzt hier die Luftblaser-Wärmepumpe verkauft hat, die er 500 Mal im Jahr verkauft, ja, und die er gut verhandelt einkaufen kann in der Masse,
sondern der sich da wirklich auch nochmal drauf einlässt, auf, sag ich mal, den Hausstand, auf die Verbraucher, auf was auch immer. Ja. Das merkt man dann plötzlich einfach, wenn man da auch in der Bemusterung und der Beratung sitzt, dass da an die Fragen gestellt werden. Ja, und ich glaube, das macht es dann auch eigentlich erst aus, zu sagen, wir bauen ein KfW-Haus. Ja. Wir nutzen irgendwie unsere Ressourcen sinnvoll für uns. Ja. Ja. Und ich glaube, da ist es wirklich dran, sich einfach mal einzulesen und da auch wirklich die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Ja, denn es muss nicht immer, ne, das Produkt für dich das Richtige sein, dass die einfach in Masse einkaufen. Genau, nee, ja. Absolut richtig. Also da finde ich es auch wieder sehr, sehr wichtig, so viel Aufwand das vielleicht, weil du hast es ja eingangs auch gesagt, du bist die Schnittstelle, ja. Ne? Ja. Zwischen den Gewerken, das ist am Ende genau. So. Aber ich finde es auch, und das sagen wir ja auch immer dazu, ist super wichtig, dass du wirklich den direkten Kontakt zu dem Fachmann hast, der es nachher auch ausführt. Ja. Weil du kriegst einfach eine viel, viel bessere Beratung. Das ist auch immer der Grund, warum ich sage, eine Photovoltaikanlage zum Beispiel über den Hausanbieter kaufen, die haben davon keine Ahnung. Und ist ja auch völlig legitim, weil die machen es halt nicht. Und der Fachbetrieb vor Ort, der weiß halt, worum es geht. Ne? Und was die besten Speicher und Wechselrichter und was weiß ich gerade sind, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Ja. Finde ich auch sehr, sehr wichtig und einfach ein wichtiger Impuls zu sagen, okay, direkt Kontakt mit den Firmen aufnehmen, die es dann im Hintergrund sowieso machen. Genau. Ganz, ganz wichtig, ja. Genau. Aber halt, muss man auch sagen, so gut wie einfach nochmal ein Gewerk, ja. Also, na, auch die werden irgendwann fragen, wann können wir jetzt da ran, wie es, ne? Also, das sind halt all die Themen, die müssen dann ineinander laufen und die Schnittstelle ist halt in dem Moment nicht der Bauleiter deines Häuslebauers, ja, sag ich immer, sondern der bist dann in dem Moment halt einfach du. Ja, du selber als Bauherr, genau. Nee. So ist der Stand bei uns. Eine Menge Holz. Auf jeden Fall sozusagen. Sehr, sehr spannend. Und die Zeit, die ihr euch da ausgesucht habt, ist wirklich auch spannend. Ne? Das Ding, es hätte ja letztes Jahr schon fertig sein können eigentlich. Korrekt. Ne? Da sagst das ist halt so ein bisschen das, was schon so eigentlich ärgerlich ist. Ne? Ja. Ja. Was auch einfach, ja genau, was anders geplant war. Und ja, was uns auch auf diesem Weg sicherlich den ein oder anderen Frustrationsmoment beschert hat, ja. Also das muss man, möchte ich auch gar nicht, um Gottes Willen, ja, leugnen. Das war nicht alles eitel Sonnenschein, das war nicht alles einfach. Ich glaube aber, das ist eben immer so, ja, wie so oft im Leben, ja. Irgendwie Projekte laufen nicht einfach so durch. Ja. Und was wir einfach, ja, irgendwann gelernt haben, ist so Sachen in diesem ganzen Prozess, wie sei es jetzt bei uns eben dieses Thema Landratsamt, du kannst nichts tun, ja, und du bist von diesen Menschen abhängig, das heißt, du kannst von mir aus schreien, ja, du kannst eine wütende E-Mail loslassen, das kannst du alles machen, nur es wird dich nicht weiterbringen, weil ohne deren Stempel läuft gar nichts los, ja, ohne den Stempel läuft auch, wie du sagst, vollkommen richtig, ja, der Hausbau irgendwie nicht weiter, du kannst nicht die Endbemusterung machen, da hängt so viel drinnen und auch das ist jetzt, ich kann sicherlich jetzt auch hergehen und kann sagen, ja, ich schimpfe jetzt, ja, und ich drohe jetzt mit was auch immer, wenn jetzt der oder diejenige nicht endlich performt und auf dieser Baustelle aufschlägt und loslegt, ja, das möchte ich manchmal, weil ich einfach möchte, dass es losgeht, ja, aber es wird dich nicht weiterbringen, ja, denn ja, du bist Kunde, denn das ist ja natürlich, du bezahlst ein Heiden Geld, aber du bist abhängig, und das ist, glaube ich, so das, was man ja, die Lehre, die man irgendwann mal tatsächlich zieht, zu sagen, es geht jetzt hier nicht irgendwie um plakativen Autokauf, sondern es geht um eine Dienstleistung, die zu erfüllen ist. Absolut. Und der Markt hat sich da jetzt so in die Richtung gedreht, dass einfach, muss man ganz klar sagen, nicht die Bauherren im Moment jetzt irgendwie die Macht haben und die feste, gute Verhandlungsposition, sondern dass es einfach die Hersteller und die Dienstleister, das heißt im Endeffekt die Handwerker sind. Ja. Und ich glaube, also das ist so zumindest mein Vorsatz, dass man da nur mit einer ganz offenen Kommunikation einfach weiterkommt. Also, Am Ende
wie gesagt, das haben ja alle eigentlich ein Interesse daran, dass das Haus halt korrekt gebaut wird. Und auch ja, dass es auch möglichst mängelfrei läuft und so weiter. Genau. Das ist halt immer, also eigentlich haben ja schon viele ein Interesse daran. Ne? Also ja. Gibt auch wieder Anbieter, ja, egal. Die Sache ist halt, dass, klar, diese Abhängigkeit, die du jetzt beschreibst, die ist super wichtig, das zu verstehen. Ja. Ne? Und dass man da leider auch nicht sehr viel tun kann. Die Sache ist halt, es können, glaube ich, sehr viele Parteien gerade nicht viel tun dran. Ne? Wenn ich selber halt kein Holz herkriegt, dann ist es halt so. Ne? Und dann, ja, und deswegen muss man halt wirklich aufpassen. Und wie du sagst, dieses Thema, wie es halt am Anfang immer verkauft wird, ja, oder einfach nur unterschreiben und dann 9 Monate später können sie einziehen oder so. Ne? Genau. Das ist es halt absolut nicht. Nee. Und das ist es auch bei guten Anbietern nicht oder auch bei Anbietern, die sowas erstmal oder die vielleicht ein bisschen mehr Service sogar noch bieten als andere. Ja. Ja. Man muss halt da einfach wissen, man muss trotzdem sehr, sehr aktiv sein. Und ich finde, das kam jetzt aus deinem Bericht sehr, sehr gut raus, ne? Aus euren Erfahrungswerten. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wertvoll und auch vielen Dank, dass du das auch teilst. Sehr, sehr gerne. Gerne. No? Gut. Ja. Ne? Dann würde ich sagen, bleiben wir dran. Wenn Themen sind, einfach wieder melden. Ne? Und als nächstes sprechen wir dann auf der Baustelle hoffentlich. Genau, das ist tatsächlich der Plan. Ich teile dir dann nochmal die genauen Termine mit. Mhm. Und ja, freue mich dann, euch hier begrüßen zu dürfen. Ja, ich hoffe, du kommst auch mit. Selbstverständlich komme ich mal mit, ja. Ja, sozusagen zum Heimspiel, ja. Das ist ja tatsächlich das Praktische. Ja. Und du grüß mir einfach den Rest des Teams. Mach ich. Und ich wünsche euch eine gute Restwoche. Ja, euch auch. Gruß an Christian. Ja.